Möchtest du wissen, wie man Leaderboards in Roblox Studio erstellt? Oder einfach nur, was Ordered Data Stores sind und wie man mit ihnen arbeitet? Dann ist das Video für dich, denn heute geht es um Ordered Data Stores und das sind genau die Data Stores, mit denen man solche Leaderboards wie das hier macht. Ich werde euch aber jetzt nicht zeigen, wie man genau dieses Leaderboard macht. Dazu habe ich vor ein paar Jahren schon mal ein Tutorial gemacht. Das kann ich jetzt gerne einfach mal hier oben auf dem i verlinken. Aber das Leaderboard, das ihr hier seht, das ist super veraltet. Es funktioniert zwar noch, wie ihr hier seht, aber ich würde nicht mehr empfehlen, das Leaderboard zu benutzen, weil es gibt inzwischen sehr viel bessere Optionen als das. Aber ich würde sagen, legen wir mal los und gehen direkt rein in Roblox Studio. Zuallererst sollte euch auffallen, dass Roblox Studio bei mir ein bisschen anders aussieht. Das liegt daran, dass ich bei mir standardmäßig immer alle Beta-Features aktiviert habe und ich jetzt schon die Beta-Ansicht vom neuen Roblox Studio Design hier habe. Die ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich habe sehr viel Kritik daran gesehen, aber Leute, es ist eine Beta. Wir gehen jetzt erstmal wieder rein in das Datastore-Script vom letzten Mal, in dem ich erklärt habe, was der Datastore-Service ist, was Datastores sind. Und falls ihr das alles nicht versteht, solltet ihr euch lieber nochmal die letzten Folgen anschauen, oben auf dem i verlinkt. Denn da erkläre ich die Basis für das, was wir heute lernen werden. Weil heute werde ich nicht mehr intensiv darauf eingehen, was Datastores sind, sondern direkt auf Ordered Datastores. Und hier steht schon, Ordered Data Stores sind wie Data Stores, aber geordnet. Aber uns reicht das nicht für heute, denn heute schreiben wir mal ein bisschen mehr dazu auf. Denn Ordered Data Stores können nur positive ganze Zahlen speichern. Ihr könnt in einem Ordered Data Store keine Strings speichern, keine Booleans, keine Tables, nur Numbers und es müssen ganze Numbers sein. Es können keine Kommazahlen sein, es können keine negativen Zahlen sein. Es gehen nur 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Was anderes könnt ihr in Ordered Data Stores nicht speichern. Das hat aber auch einen Grund, denn Ordered Data Stores sind dafür da, um die Werte, die da drin stehen, in einer geordneten Liste wiedergeben zu können. Das heißt, Ordered Data Stores sind geeignet für Ranglisten. Wenn ihr von vielen Spielern die Statistiken aufgreifen möchtet und sie ranken möchtet, zum Beispiel der Spieler mit der meisten Stärke, mit dem höchsten Level oder dem besten Rekord, dann speichert ihr eine Zahl, die genau das ausmacht, was ihr ranken wollt, in einem Ordered Data Store und könnt euch dann die Rangliste zurückgeben lassen. Außerdem sollte man über Ordered Data Stores wissen, dass sie keine Metadaten und keine Versionierung supporten. Also wer weiß, vielleicht kommt das in der Zukunft, aber soweit ich weiß, zum aktuellen Zeitpunkt geht das nicht. Aber ich habe euch ja schon in den letzten Folgen erklärt, auf beides werde ich in dieser Serie eh nicht eingehen. Und eine letzte Sache, die wir noch wissen sollten, ist, Ordered Data Stores funktionieren genauso wie alle anderen Data Stores. Das heißt, sie haben auch Funktionen wie Get, Set, Update, Increment und Remove. Aber kopiere mir einfach mal dieses wichtige Methodending hier. Sie beherrschen alle Methoden von Data Stores und dann beherrschen sie zusätzlich noch Get Sorted Async. Und das ist die Methode, die wir halt wirklich verwenden, um Daten sortiert zurückzubekommen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal in der Praxis an. Hier unten haben wir noch ziemlich viel Krams vom letzten Mal. Das werde ich löschen. Wenn ihr es behalten wollt, behaltet es lieber, weil das ist ab jetzt weg. Ich kopiere mir einfach mal diese Zeile hier und schreibe dann hin, der Ordered Data Store ist jetzt unser RSL-Beispiel Ordered Data Store. Und wir können nicht einfach sagen getDataStore und kriegen dann ein orderDataStore. Wir müssen dann tatsächlich die Methode verwenden getOrderedDataStore. Und dann kriegen wir halt unseren orderDataStore zu dem Namen. Scope ist offenbar auch eine Sache, aber wie gesagt, Scope sollte man inzwischen nicht mehr verwenden. Das werde ich auch gar nicht großartig investigaten. Und was uns jetzt wirklich interessiert, ist ja die getSortedAsync-Methode. Dementsprechend probieren wir die einfach mal aus. Wir haben natürlich, wenn wir jetzt diesen DataStore anlegen, gar keine Daten. Aber wir schreiben jetzt erstmal trotzdem local Daten sind gleich ordered data store Doppelpunkt get sorted async. Und jetzt haben wir ein paar Parameter, die wir hier eintragen können. Erstmal ascending, das ist ein Boolean, das heißt, es geht darum, ob wir aufsteigend oder absteigend sortieren wollen. Und ganz im Ernst, ich verwechsel immer ascending und descending. Dementsprechend, wenn ihr es aufsteigend oder absteigend haben wollt, ist es entweder true oder false. Ich probiere es jedes Mal neu aus, weil ich es jedes Mal vergesse. Ich glaube, aufsteigend wäre true. Das heißt, es sollte bei 0 anfangen und bei unendlich aufhören. Ich kann mich aber auch ändern. Dann haben wir hier Page Size. Und was ist jetzt bitte schon eine Page Size? Das ist die Länge jeder Seite, die zurückgegeben wird. Weil diese Funktion, die gibt einem einfach nicht einfach einen Table, in dem die Daten drinstehen. Schön wär's. Es gibt uns eine Datastore Page. Und eine Datastore-Page ist einfach nur eine weitere Instanz, die dann halt einfach Seiten beinhält, auf denen diese Einträge draufstehen. Es ist halt zusätzlich komplex gemacht, hat aber was mit der Datenbankstruktur im Hintergrund zu tun. Der Default-Wert ist 50.
Der maximale Wert ist 100 und wenn ihr ein Leaderboard mit 100 Leuten haben wollt, dann schreibt ihr 100. Wenn ihr ein Leaderboard mit 50 Leuten haben wollt, schreibt ihr 50. Ich glaube, man kann sogar niedriger als 50 gehen und sagen, ich möchte nur 10 Leute haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Top 10 haben wollen für die meiste Stärke, dann müssten wir Descending haben. Dementsprechend schreiben wir hier False 10 und dann können wir noch ein Min-Value und ein Max-Value festlegen, um einfach den Bereich einzugrenzen. Zum Beispiel können wir die Top 10 Level, aber nur für Leute, die zwischen Level 10 und 20 sind zum Beispiel. Könnte man sagen, wir können jetzt sagen, Minimum für jeden, der hier in der Liste drin steht, muss 100 sein. Maximum muss 1000 sein. Das heißt, wenn jemand 1001 Punkte hat oder was auch immer für Daten gespeichert sind, dann werden die Daten von diesem Spieler nicht mehr returned. Der ist dann nicht mehr auf der Liste drauf, auf den Pages drauf. Aber Min- und Max-Value lassen wir erstmal weg, lassen es übersichtlich. Theoretisch könnte man hier einfach alles weglassen, soweit ich weiß. Bei dem Boolean am Anfang bin ich mir nicht sicher, ob da irgendein Default gesetzt ist, aber bei der Page-Size sind es immer 50. Und maximal 100. Mehr als 100 könnt ihr nicht angeben. Aber ich habe euch ja gesagt, dass diese Methode ein Pages-Objekt returnt. Das sehen wir hinten. Hier kommt eine Instanz raus. Dementsprechend schreibe ich hier auch einfach mal nicht Daten, sondern Pages, Doppelpunkt, Data, Store Pages. Dieses Doppelpunkt ist nur dafür da, damit wir Autovervollständigung kriegen für Instanzen dieser Klasse. Und um die richtigen Daten zu bekommen, schreiben wir local, Daten sind gleich, Pages, Doppelpunkt, get, current page. Dann seht ihr, der returns the items of the current page. The keys in the item are determined by the source of this object. Und dann würde ich sagen, print Daten. Und wenn wir den Spaß einfach ausführen, oder ich schreibe einfach mal Warndaten, damit wir es wirklich im Output sehen, weil bei mir ist der Output ja immer sehr voll, solltet ihr ja wissen. Dann sehen wir hier unten im Output, ich mach's mal ein bisschen größer, einen leeren Table. Weil wir haben nichts in dem Data Store drin. Also speichern wir jetzt erstmal ein paar Sachen in den Data Store rein. Wir können zum Beispiel sagen, wie beim letzten Mal, wenn ein Spieler dem Spiel beitritt, werden seine Daten geladen. Und zwar aus seinem Data Store. Und bei den Daten könnten zum Beispiel Coins drin sein. Und jedes Mal, wenn sich die Coins erhöhen, erhöhen wir ja auch die Daten in seinem Data Store Cache. Wenn wir dann die Daten speichern, dann speichern wir nicht nur den Data Store mit setAsync, sondern wir speichern auch den Ordered Data Store mit setAsync und da setzen wir dann einfach das, was bei den Coins drin steht. Das heißt, einfach mal als Beispiel, hier drunter, local function Daten speichern für den Spieler, local Daten sind gleich. Wir haben hier beim letzten Mal, wie gesagt, ihr solltet euch am besten die letzte Folge angesehen haben, ja einen Datencache gehabt. Und in dem Datencache sind die geladenen Daten von dem Spieler. Das heißt, wir sagen einfach Datencache in eckigen Klammern Spieler. If not Daten, hey, nicht so, sondern so. Then return end. Und am Ende sagen wir Datastore Doppelpunkt setAsync Spieler unterstrich Punkt Punkt Spieler Punkt UserID Daten. Und dann sagen wir natürlich auch Ordered Data Store Doppelpunkt setAsync. Und hier können wir genauso wieder sagen Spieler unterstrich bla bla bla, damit wir einen eindeutigen Key haben. Und dann Komma Daten Punkt Coins. Und dann werden einfach nur die Coins der Daten gespeichert. Damit haben wir dann automatisch in unserem Ordered Data Store ein Abbild des Geldes, das der Spieler tatsächlich hat. Wenn wir jetzt natürlich ein super aktuelles Leaderboard haben wollen, müssen wir natürlich zwischendurch auch immer mal wieder speichern, damit auch da das Leaderboard aktualisiert wird. Und das Leaderboard muss zwischendurch auch immer wieder die Daten neu abrufen und sich neu laden und so weiter und so fort. Aber so macht man das im Prinzip, dass man einfach die Daten dann im Ordered Data Store speichert. Wenn ihr jetzt ein Leaderboard haben wollt, wie in meinem bewährte alle Roblox-YouTuber-Spiel, indem ihr dann am Ende der Map ein Leaderboard stehen habt, in dem man alle möglichen Roblox-YouTuber liken oder halt disliken kann, dann werden die Daten natürlich nicht pro Spieler gespeichert, sondern für jeden dieser YouTuber gespeichert. Ihr habt dann einfach für jeden dieser YouTuber einen Eintrag und jedes Mal, wenn jemand auf den Like-Button drückt, dann könnt ihr entweder Update-Async ausführen und die Daten aus dem Ordered Data Store laden, plus 1 updaten und dann wieder speichern, macht ihr Update-Async, oder ihr könnt direkt Increment-Async durchführen. Ich habe hier in meinem Fall aber Update-Async ausgeführt, weil ich einfach in meinem Test damals herausgefunden habe, dass das ein bisschen besser funktioniert hat, weil das ja Daten sind, die von allen möglichen Servern beschrieben werden und Update-Async ja darauf achtet, dass da nichts durcheinander geht. Und hier seht ihr, haben wir ein Leaderboard von allen YouTubern und wie viele Likes sie bekommen haben. Und das ist mit Ordered Data Stores möglich. Das ist genau das, was ich mit Ordered Data Stores hier gemacht habe. Einfach Update-Async.
So, ich erstelle hier jetzt aber kein Spiel, in dem wir tatsächlich die Daten von irgendeinem Spieler speichern. Ich werde jetzt einfach die Datenspeichern-Funktion ausführen. Netterweise habe ich hier links sogar ein paar User-IDs von meinen Freunden und halt anderen Accounts drin stehen. Und dann werden wir die Funktion einfach mal ausführen, indem wir hier sagen, Daten speichern. Für Sadie speichern wir uns einfach mal die 34. Ah ja, das sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Komma Wert. Weil wir jetzt gar keine Daten haben, sondern wir speichern einfach für den User-ID den Wert. Und dann führe ich die Funktion halt noch ein paar weitere Male aus für andere Leute. Zum Beispiel möchte ich für Crafter 64 speichern. Für Felix die 21, für mich die 24, Paul bekommt 62, Victor bekommt natürlich 187 und so weiter. Wenn ich den Code jetzt ausführe, dann wird natürlich erstmal noch nichts hier reingeprintet, aber wir haben den Code jetzt nur ausgeführt, um die Daten zu speichern. Es gab auch keine Fehler. Das heißt, wir gehen einfach mal davon aus, dass das jetzt durchgelaufen ist und wir können uns einfach mal über das DataStore Editor Plugin anschauen, dass das denn funktioniert hat. Wir holen uns jetzt einfach mal hier diesen RSL-Beispiel-Datastore, klicken an Use Ordered Datastore, weil das ein Ordered Datastore ist, connecten uns und wir sehen jetzt hier Einträge für alle möglichen Spieler und die ganzen Zahlen zu diesen Spielern. Mehr steht hier nicht drin. Wir sehen auch, das ist direkt geordnet und zwar Ascending, würde ich sagen, von niedrig zu hoch. 12, 21, 24, bla 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 und 187 ist ganz oben. Ich kann hier auch die Reihenfolge ändern, dann wird es neu geladen und zwar Descending, der höchste Wert zuerst und die niedrigeren darunter. Das ist das Ding von Ordered Datastore. Wir haben hier auch wirklich die Möglichkeit, wieder Min-Value und Max-Value zu sagen. Das heißt, wir wollen mindestens 20 und maximal 100 haben. Drücke ich Enter und dann sehen wir nur noch die Range 20 und 100. Und da sehen wir einfach mal ganz gut visualisiert, was diese ganzen Werte machen. Und genau das, was das Plugin eben gemacht hat, das wollen wir natürlich jetzt auch einmal schnell machen für ein Beispiel. Und deswegen erstellen wir einmal ganz kurz ein Leaderboard. Das wird jetzt nichts Großartiges, also erwartet nicht viel, sondern ich will es euch einfach nur im Prinzip zeigen. Dafür gehen wir einmal wieder auf Start. Hier unten bei Teil gehe ich auf Block. Flupp. Block drehe ich einfach mal um, ziehe es ein bisschen länger, ein bisschen höher. Dann haben wir hier unser Leaderboard. Ich mache es auch ein bisschen flacher. Und weil wir lustig sind, Steuerung L für den Local Space, drehen wir es ein bisschen. Einfach angekippt, obwohl ich mache einfach so, damit es im Licht ist. Weil Licht ist immer gut. Niemals vergessen, es muss auch geankert werden. Ankern ist in der neuen Ansicht hier rechts. Anker groß. Blub. Und das Part benennen wir um in Leaderboard. Zu dem Part fügen wir ein Surface GUI hinzu, weil das ist ein GUI, das auf der Oberfläche zu sehen ist. Wir ändern hier einfach mal Face durch, bis wir auch irgendwas sehen. Da, Front. Man sieht es sehr knapp, aber es ist da. Dann fügen wir hierzu einen Scrolling Frame hinzu. Das ist nämlich ein Frame, mit dem man scrollen kann. Ändern die Größe oder den Ankerpunkt erstmal auf .5.5. Die Position auf .5.5, dass er immer in der Mitte ist. Und die Größe machen wir einfach mal .9, damit es so ein bisschen Raum außenrum gibt. Jetzt haben wir hier ein Scrolling Frame. Kann ich auch dran scrollen, ist aber nichts drin. Denn wir fügen jetzt ein Template Frame hinzu. Flupp. Dieser Frame hat die Größe 1,0,0,40. Ja, dann haben wir es hier über die ganze Zeile rübergehend. Wir fügen dann noch ein UI-List-Layout hinzu, damit hieraus automatisch eine Liste wird. Und man kann halt noch gar nichts sehen. Dementsprechend ändere ich einfach mal die Background-Color von dem Frame zu etwas dunklerem. Wlupp. Die Background-Color von diesem Frame ändere ich zu etwas noch dunklerem. Wlupp. Und wenn ich jetzt den Frame hier dupliziere, seht ihr, wird er in einer Liste angeordnet. Wir können beim List-Layout auswählen, Horizontal Alignment soll Center sein, soll immer mittig sein. Netterweise gibt es jetzt auch solche Flex-Sachen. Dementsprechend können wir beim Vertical Flex hier zum Beispiel Space Evenly machen, dann ist es halt Evenly Distributed. Kann man kaum sehen. Aber weil wir hier mit einem Scrolling-Frame arbeiten, der einen größeren Canvas hat, ist das alles nicht so nice. Ehrlich gesagt brauchen wir gar keinen Scrolling-Frame bei den wenigen Einträgen, die wir haben. Aber ich zeige es euch einfach mit Scrolling-Frame, weil das wird wahrscheinlich auch eher so das Ding sein, das ihr macht. Ich hätte gern einfach ein Padding von 10 Pixeln, sagen wir 15. Und diese Frames sollen vielleicht doch nicht über die ganze Breite gehen, sondern nur .9, flupp. Wir reduzieren es auf einen Frame, geben diesem Frame eine UI-Corner, damit die Ecken abgerundet werden. Fügen hier dann noch ein Textlabel hinzu, das nennen wir Name. Und ein weiteres Textlabel, das nennen wir Coins. Die ordnen wir natürlich auch einmal richtig an. Das heißt hier auch wieder Anchor Point .5. Wobei hier wäre vielleicht ganz links 0 besser, damit es halt wirklich von links angeordnet wird. Bei dem hier machen wir Anchor Point .5, aber machen links oder beim X-Value einfach 1.
Bei der Position machen wir 1,5, blub. Bei der Position von dem Namen machen wir 0,5, blub. Und bei der Size machen wir bei beiden einfach 0,5,1, blub. Dann füllen sie den gesamten Space aus. Wir könnten zu dem Frame jetzt theoretisch noch ein UI-Padding hinzufügen, blub. Das dann auf 5 Pixel für alle Werte einstellen. Damit wir einfach ein Padding haben, theoretisch können wir dieses Padding hier auch zu dem Scrolling Frame hinzufügen und da dann aber sagen, Padding Bottom wären dann die, was hatten wir gesagt für einen Abstand, 10, 20, 15? Guck einmal kurz nach, UI List Layout sind 15 Pixel, also sagen wir hier auch beim Padding 15 und hier sagen wir wieder überall 0, 0 und ganz unten auch wieder 15. Dann haben wir einen gleichmäßigen Space für alles, dank UI Padding. Dasselbe UI-Padding, was wir im Frame haben, füge ich auch noch zu diesen Texten hinzu. Ändere den Text von Name zu Montserrat, Bald, Spielername und von Coins auch auf Coins, Bald und Montserrat. Und natürlich machen wir hier die Transparency, die Background Transparency ganz oben auf 1. So, GUI eingestellt, hat super lang gedauert. Vielleicht sollten wir die Textfarbe auf Weiß stellen. Text Color 3, Weiß, so. Jetzt haben wir unser GUI eingestellt. Und diesen Frame hier nennen wir einfach direkt Header. Normalerweise macht man den Header über den Scrolling Frame rüber, aber ich bin einfach faul und mache den Header zu den Einträgen. Und wenn wir dann Einträge hinzufügen, blub, 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 kommen die hier drunter. Und da passen wir dann einfach die Daten an. Ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Oder wir lassen es einfach weg und das hier wird einfach der Eintrag. Das ist halt unser Template. Gut, wir fügen zu diesem Surface GUI jetzt ein Script hinzu und kopieren uns einfach mal aus dem Datastore Script das Wichtigste raus. Also erstmal das hier fügen wir hier ein. Wir brauchen jetzt nicht den Player Service, weil ich werde mich nicht um den Spielernamen kümmern. Wir brauchen den Global Data Store nicht, wir brauchen den Data Store nicht. Wir brauchen nur den Order Data Store. Wir brauchen auch keinen Daten Cache. Wir brauchen nur diese Daten. Wenn der Server gestartet wird, werden die Daten geladen. Wir können auch einfach mal den Server starten, weil hier werden ja diese Daten geladen. Das Speichern lassen wir hier einfach mal weg, damit wir sehen können, dass die Daten jetzt auch drin sind. Das habe ich vorhin ganz vergessen, aber wir gucken einfach mal in den Output wieder rein, sehen hier in dem Table ist endlich was drin und wir sehen Einträge. Platz 1 ist Victor mit 187 und Platz 9 ist dieser Spieler mit 12. So, also wenn der Server gestartet wird, dann werden die Daten geladen. Dann brauchen wir jetzt erstmal das GUI, das heißt wir sagen hier Local Scrolling Frame ist gleich, warum so? Script.parent.scrollingframe Local Template ist gleich scrollingframe.header, weil wir den haben wir so genannt. Und sobald wir die Daten geladen haben, sagen wir einfach for key, comma, value, weil so heißen die Sachen da in dem Data Store. Der Key ist der Schlüssel, nachdem wir die Daten benannt haben. Hier Key und danach Daten namens value in Daten do. Und jetzt loopen wir einfach über diese ganzen Daten rüber. Falls ihr das nicht verstanden habt, ihr könnt diese Variable und diese Variable nennen, wie ihr wollt. Die müssen nicht Key und Daten heißen. Ich habe die nur Key und Daten genannt. Ihr könnt sie auch so nennen. Aber es ist sinnvoller, wenn man sie so benennt, dass man sie auch versteht. Dann sagen wir einfach Local Eintrag auf dem Leaderboard ist gleich Template Doppelpunkt Clone. Wir klonen, wir kopieren uns diesen Header. Sagen dann Eintrag.Name fällt mir gerade ein, das ist super blöd. Man sollte diese Sachen nicht Name nennen, weil der Header ja eine Property hat, die Name heißt. Das heißt, wir benennen einfach mal Name um in Spielername. Mensch, das habe ich euch schon mal erzählt und mache selber diesen Fehler. Also Eintrag.Spielername ist gleich Key. Ich rück mal alle Ist-Gleichs ein. Flup. Und Eintrag.Coins.Text, oh mein Gott, das habe ich auch vergessen, ist gleich Value. Hier müssen wir natürlich auch .Text hinschreiben, so. Und als allerletztes, Eintrag.Parent ist gleich der Scrolling Frame. Und das ist alles, was man machen muss, um diesen Eintrag, den wir hier haben, den Header zu duplizieren und die Daten anzupassen. Mehr muss man nicht schreiben an Code. Und wenn ihr das Leaderboard in der Zukunft aktualisieren wollt, dann nehmt ihr genau das hier, packt das in eine Funktion und führt diese Funktion erneut aus. Also sagen wir Local Leaderboard aktualisieren. Natürlich muss das eine Function sein. Hier schreiben wir den Code von vorn nochmal rein. Ich rück alles nochmal ein gutes Stück ein. Und wir holen uns jetzt nicht die Daten hier, sobald wir den Server starten, sondern wir holen uns die Daten in der Funktion. Und theoretisch könnten wir das hier einfach so lassen und einfach hier hinschreiben for key value bla 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 in pages get current page do und diese Zeile komplett weglassen. Und jedes Mal, wenn wir die Daten aktualisieren wollen, müssen wir natürlich die Daten, die aktuell drin sind, löschen. Das heißt, wir loopen einmal durch for unterstrich Komma Inhalt in scrolling frame Doppelpunkt get children
do. Wir loopen durch alles durch, was im Scrolling Frame drin ist. If not Inhalt Doppelpunkt is a frame or Inhalt ist gleich Template, then continue end. Das heißt, wenn es kein Frame ist, zum Beispiel dieses UI-List-Layout oder UI-Padding, dann weitermachen, ignorieren. Wenn der Inhalt genau das Template ist, das wir uns hier oben gespeichert haben, dann auch ignorieren. Und in jedem anderen Fall sagen wir einfach Inhalt, Doppelpunkt, Destroy. Und dadurch werden dann alle Kopien von diesem Template gelöscht. Hier unten erstellen wir uns diese Kopien und wir können jetzt einfach sagen, Leaderboard aktualisieren. Oder wir können auch sagen, das Leaderboard soll alle 30 Sekunden aktualisiert werden. Das heißt, while true do, Leaderboard aktualisieren, task.wait 30 Sekunden. Und dann wird alle 30 Sekunden das Leaderboard aktualisiert. Wenn ihr dann noch so eine lustige Animation haben wollt, dass die Sachen nach und nach reingehen, könnt ihr theoretisch hier einfach in den Loop ein task.wait.5 reinpacken, damit die Sachen nach und nach erscheinen und könnt dann theoretisch auch noch diesen Eintrag animieren und was ihr nicht alles so haben wollt. Ist alles möglich. Wir schauen uns das einfach mal an hier. Oh Gott, ich habe einen Fehler. Ausnahmefehler. String expected got table. I am sorry. Da würde ich mir gerne einmal angucken, was getCurrentPage ist. Selbstverständlich, ich bin ein Idiot. Die Daten kommen natürlich in so einem Layout. Das heißt, wir haben erst den Index und dann haben wir ein Table, welcher Key und Value beinhaltet. Oh mein Gott, ich bin ein Idiot. So ist tatsächlich das Layout. Das heißt, unser Loop muss eigentlich wie folgt aussehen. Ich pausiere hier die Ausführung, schreibe dann Index, Daten und dann schreiben wir hier ist gleich Daten.Key. Key ist in diesem Fall auch klein geschrieben und Daten.Value. Wusste ich nicht mehr aus dem Kopf, aber deswegen schaut man ja einfach mal nach. Und dann sollte der Spaß auch korrekt funktionieren. Theoretisch könnten wir diesen Index dann auch verwenden, um einem Leaderboard besser die Reihenfolge anzupassen, weil ich habe euch ja mal gesagt, beim UI-List-Layout kann man einstellen, und standardmäßig ist auch eingestellt, dass die Sort-Order die Layout-Order ist. Die Layout-Order legt man fest, indem man auf den Inhalt geht und dann hier die Layout-Order anpasst. Die hier ist standardmäßig bei 0. Wir können dann halt auch sagen, Eintrag.LayoutOrder ist gleich Index. Und dadurch haben wir die Reihenfolge auch korrekt, und zwar anhand dieser Indexes hier, festgelegt. Der Header mit LayoutOrder 0 ist immer ganz oben. Und wenn ihr dann irgendeinen lustigen Algorithmus nutzt, um die Daten zu aktualisieren, anstelle sie komplett zu überschreiben, wäre das damit dann auch möglich. Aber wir führen den ganzen Spaß noch einmal aus und dann sehen wir hier, bup, 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 jede halbe Sekunde kommt ein neuer Eintrag rein und wir können runterscrollen, nur wenn das ein bisschen blöd aussieht. Nein, ich will das nicht alles verschieben. Hier runterscrollen. Wir sehen also Spielername und Coins, Spieler bla bla, Spieler bla bla und die einzelnen Inhalte. Wir haben unser Leaderboard erstellt und das kann man natürlich ausbauen. Wir können anhand des Keys natürlich die User-ID herausfinden und über die User-ID kann man den Spielernamen herausfinden. Über Players Doppelpunkt get name by User-ID war es, glaube ich. Ich kann es euch einmal kurz zeigen. Local Players ist gleich Game Doppelpunkt get service Players. Local Name ist gleich Players Doppelpunkt get name from User-ID async. Das ist eine asynchrone Funktion, die kann yielden. Dementsprechend sollte man die dann natürlich auch wieder in einen P-Call packen. Und wenn sie scheitert, muss man sie erneut ausführen. Und am besten sollte man das Ergebnis sich lokal cachen, damit man diese Abfrage nicht immer wieder neu machen muss. Aber wir schreiben jetzt einfach nur Daten.Key. Aber Daten.Key sind ja Spieler-Unterstrich und dann erst die User-ID. Das heißt, wir müssen das Spieler-Unterstrich entfernen. Das machen wir mit String.Sub. Damit schneidet man irgendwas aus einem String heraus und dann nehmen wir Daten.Key, Komma. Und jetzt brauchen wir die Anzahl der Zeichen in Spieler unterstrichen. Das finden wir einfach heraus, indem wir hier unten in die Kommandozeile eingeben. String.len in Anführungsstrichen Spieler unterstrich. Und dann sehen wir hier, dass wir das noch ausprinten müssen mit print flup 8. Es fängt bei 8 an. Wir probieren das einfach mal aus, indem wir sagen Spieler unterstrich 1, 2, 3. So. Und bevor ich das ausführe, sollte ich hier vielleicht die Klammer wegmachen. Keine Ahnung, warum da noch eine Klammer war. Dann füllen wir das aus und müssen hier noch eine Klammer hinzufügen. So, und dann kommt hier zurück unterstrich 1, 2, 3. Das heißt, wir brauchen eine Zahl mehr, 9. Und dann haben wir nur noch 1, 2, 3. Okay, wir haben unseren richtigen Code durch Try and Error rausgefunden, kopieren uns das hier raus und fügen das dann hier einfach mal ein. Wlupp. Und ersetzen das Spieler 1, 2, 3 durch Daten.Key. 9, String.Lang, Daten.Key. Wir nehmen mit String.Sub von dem String Daten.Key die ersten 8 Zeichen weg, fangen bei Zeichen Nummer 9 an und hören bei Zeichen Nummer maximal auf.
Und dann haben wir am Ende nur noch die User-ID, die ja auch in dem Namen drin stand. Oder in dem Key drin stand. Wir führen den ganzen Spaß noch einmal aus. Ich laufe zu dem Leaderboard hin, please. Lass mich zu dem Leaderboard hinlaufen. Und wir sehen jetzt hier... Oh mein Gott, ich bin ein Idiot. Wir müssen den Namen natürlich noch eintragen. Ich lasse mich zu leicht ablenken hier bei Spielername. Flup, bup. Und jetzt sollte es auch funktionieren. Also laufen wir noch einmal hin. Und jetzt haben wir tatsächlich auch unser Leaderboard mit richtigen Namen. Yay! Wir haben hier... Zeddy Crew mit 34 Punkten, Linen mit 27, Roblox Conny mit 24 Punkten und so weiter. Wir haben unser eigenes erstes Leaderboard sehr simpel gemacht und alle 30 Sekunden wird es tatsächlich aktualisiert. Ich warte jetzt noch einmal diese 30 Sekunden ab. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Vielleicht hätte ich 10 Sekunden machen sollen, aber macht selber keine 10 Sekunden. Es gibt Limits für Data Stores und weniger als 30 Sekunden würde ich niemals für irgendeinen regelmäßigen Intervall empfehlen. Da wird es aktualisiert und... Die Daten kommen neu rein, sind dieselben Daten, weil natürlich nichts aktualisiert wurde, aber you get it. Um die Limits, die Data Stores zu haben, geht es in der nächsten Folge. Das war's jetzt aber mit der Folge. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet was mit diesem Video anfangen. Das nächste sollte schon eingeblendet sein, wenn es denn fertig ist. Bis dann und ciao!